So, weiter geht's heute mit dem Duell Gierkenwippen. Nach den letzten beiden Siegen, das späte Sieg Auswärtssieg in Hoffenheim und dem klaren 7-1 gegen Dortmund, geht's heute in Meppen auswärts weiter. Hupsi. Da wollen wir natürlich unsere Serie ein bisschen weiter ausbauen. So, ich würde mal wieder ein bisschen rotieren. Also Anführungszeichen Meppen nehme ich jetzt nicht auf die leichte Schulter. Klar, das wird jetzt nicht keine mega Rotation werden. Ich werde das ein bisschen mal Spielern so ein bisschen die Chance geben, mal wieder sich ein bisschen zu beweisen. Klar, die mal jetzt so häufig nicht gespielt haben. Sich auch mal so ein bisschen zu zeigen. Na doch, komm, ich gebe jetzt mal ein bisschen den zweiten Spieler mal so ein bisschen die Chancen. Machen wir doch ein bisschen, rotieren wir doch ein bisschen durch, komm. Hat zum Beispiel schon mal gespielt. Ich glaube, sonst habe ich so alle jetzt mal ein bisschen. So komme ich jetzt mit. Ich setze mal noch einen Sturm auf die Rolle. Ich habe zwar vier Stürmer jetzt auf der Bank, aber ist mir auch herzlich egal. Wir probieren es einfach mal ein bisschen durch. Und zeigen einfach mal, dass die zweite auch ein bisschen was kann. Also mal ein bisschen die Rotationsmaschine angeworfen gegen Meppen. So, geht gleich los. Auf geht's. Es ist natürlich logisch, dass er heute im Mittelpunkt steht. Denn in den letzten drei Partien gab es ja gleich drei Tore. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Genau, traf gegen Hoffenheim. Oh, es schneit. Traf er gegen Hoffenheim und davor der Liga auch doppelt. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Heute dürfen mal ein bisschen zu Beginn. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Ich glaube, das wird spannend. Das wird interessant. Das ist ein Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen sollte. Das wird fantastisch. Da habe ich keine Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Wir sind heute mal ein bisschen mit dem zweiten. Mal gucken, wie sich unsere Zweitvertretung so schlägt. Und los geht's.
Mensch läuft, Matt Bananenschuss. Und wir versuchen es heute mal ein bisschen rotationsmäßig, damit alle mal ein bisschen was können, zeigen können. Wir haben viele Spieler dabei, die so gut wie gar keine Chance haben. Hart aber fair. Und deswegen soll es heute mal ein bisschen, sagen wir es heute, ein bisschen Moral so, gesteigert werden. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist Andresen, weg. Urino. Der, ah! Ja, die wollen heute. Mappen will es heute, gerade so ein bisschen wissen. Nicht ungefährlich. Jetzt kann das Tor fallen. Und fast die erste Chance. Keine echte Gefahr. Das war die erste Chance. Ja, viele Spieler sind nicht übrig geblieben. Im letzten Heimspiel holte man sich einen Sieg. Daran will man heute natürlich anknüpfen. Da stand ein verrücktes Ergebnis am Ende auf der Anzeigetafel. Ich setze wieder auf sie. Toller Pass. Nimm das. Ah, das ist dann abseits. War eine so knappes Ding, Wolf. Aber da lassen sie sich zu lange Zeit mit diesem Steilpass. Den musst du sofort spielen. Dann kann was entstehen. So nicht. Die Gäste, ja, das ist ein bisschen was anderes. Auf diesem Tabellenplatz, das ist natürlich schon die ganz große Überraschung dieser Saison. Das ist schon klasse, wie sie auftreten. Lassen sich überhaupt nicht beirren. Die ziehen immer ihr Spiel durch. Ja, das. Ja, ja, Mappen macht's richtig. Die gehen nämlich mit Kampf drauf. Das ist unser, eigentlich unser Ding so ein bisschen. Schönes Dribbling hier. Kein guter Ball. Das war's also erstmal. Klasse Timing hier. Okay, Glück gehabt. Warum mal? Glück gehabt, dass er doch nicht gepfiffen hat. Jetzt wird's gefährlich. Klasse ausgetrickst. Oshino. Jetzt kommt der Schuss. Also. Und da klingelt es zum ersten Mal. Messen macht gefühlt das Spiel und wir treffen uns. Jonas Sterner, 0:1. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Der legt den schön langsam da hinten rein. So, weiter geht's mit dem Spiel. Ich muss da ganz kurz was machen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Geht's jetzt in die zweite Hälfte der ersten Hälfte. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Ja, gut, dazwischen gegangen jetzt. Ja, gut gemacht, Rogino. Er bekommt die Unterstützung. Ja, gut verteidigt da. Ball, keine Gefahr mehr. Kann man nicht vorbei. Wahrscheinlich ein bisschen Spielpraxis. Leider, ich muss jetzt sagen, ein bisschen, das ist ein Fehlerkauf. Luka Tankulic. Viele haben mit viel überzeugt, aber ja, halt die noch Verletzung nicht so. Scheint doch schlimmer zu sein. Frage ist: Die Gäste haben hier die schlechteren Ballbesitzwerte, aber wir sehen es ja. Der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen stark trotzdem vorn, haben ihre Szene. Ach, dazwischen gegangen, gut da reingegangen in diese Situation. Super. Der Angriff könnte was werden. Der Hoffenheim hält mit dem Tor. Sie machen das. Gut so, 35. Also mit 2. Gut, dass die Probleme im Mittelfeld so ein bisschen von der Offensive. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Ein bisschen kaschiert werden. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, der soll auf jeden Fall bleiben. Der wird auch, den will ich weiter verpflichten und will ich gucken, dass ich den aufbauen kann. Das ist ein guter Spieler auf jeden Fall. Entschuldigung gerne für Drittligisten. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Sterner. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Drin ist der Ball. Für genau deswegen. Ja, 0. Sie legen Nummer noch drauf, wollen hier gar nichts mehr anbringen 10, lassen. 9, 10, 11, irgendwie so ein Dreh rum. Hat er auch schon mittlerweile gemacht. Ausgeliefert von RB Leipzig, den
jungen Portugiesen. Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz zimmert. Was für ein Tor. Unhaltbar. Schön entgegengegangen und damit rein damit ins Glück. 3-0 der Aussatz. Die Führung in Meppen. So, der muss aber drehen. Muss aber die Zähne irgendwie sowas sein. Wird das gerade nicht angezeigt? Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Ja, hat auf jeden Fall sehr gut bisher gelöst. Boah, der auch hinten auf der Rechtsverteidigerposition seine Situation bringt. Seine da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Mannermatt. Ja, gut dazwischen gegangen. Szene immer noch gefährlich. Mannermatt. Da hat er die Chance. Rennen wir. So, und das nächste Tor, das wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen ihn nichts mehr anbrennen. Grüße. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr aufgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihn nicht mehr folgen. Ulrich geht raus. Wie gesagt, da habe ich eine Kopfoption für. Ich will die auch ziehen. Schauen wir, wie weit wir noch Geld ansammeln können. Pausenpfiff. Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen. Dann geht's hier weiter. Ja, 4-0 die Führung in Meppen. Wobei Meppen ist nicht ganz so schlecht. Spiel. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. So, 60-0-0 gegen Aue. Und Ingolstadt sich gerade, warte mal. Hey. Ich würde jetzt gerne das Ergebnis sehen von Ingolstadt. Gar nicht angezeigt, okay. Ich gedacht, das ist da irgendwie. Oh, das ist ja bald Winterpause sogar schon, ne? Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Es sind jetzt 17. Spieltag. Es sind nur noch 2 Spiele. 19 gibt es insgesamt, also 20 Teams sind in der Liga. Die Mitspieler bieten sich an. Und wir sind so gut wie Herbstmeister. Wenn das heute, könnte heute der Herbstmeister werden. Oh, wow. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Nochmal, Meppen macht es eigentlich sehr, sehr gut. Die sind gar nicht ob so schlimm. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Oh nein, bitte nicht. Sehr guter Einsatz. Hoffentlich jetzt nicht irgendwie noch langfristig. Also das ist sowas, was bisher Gott sei Dank bei uns noch nicht so passiert, häufig passiert ist. Schönes Dribbling hier. Ah, wenn er noch wollen, dann müssen wir noch machen. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Der Kipper sagt, jo, passt, meiner. Es wird jetzt hier gewechselt. Ecke Stammer. Und Novoa sagt jetzt erstmal. Gute Aktion, gut geklärt. Das ist es vielleicht. Ja. Aber am Ende kommen nur man kann's ja versuchen. Eher harmlose Schuss dabei rum, keine Probleme. Vogt. Jetzt ist die Schön. Kugel weg. Schön dazwischen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Nehmen wir nochmal mit. Nochmal. Oh, das könnte was werden. Ach, völlig frei und dann scheitern sie doch am Torhüter. Keeper macht da natürlich alles richtig, bleibt ruhig, macht zu, hält den Ball. Ja, das wollte ich. Ich wollte den drüber luften. Das hatte ich so ein bisschen versucht. Ich vergib's jetzt gerade ein bisschen zu leichtfertig. Sie können überhaupt kommen. Da ist die Flanke. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Der war gar nichts. Unterschied sich da.
gut den Ball verteidigt. Vogt. Fairer Einsatz hier. Lemios. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Er hat weiter den Ball. Schuss kommt nicht durch. Reines Glück? Fragezeichen? Nein, leider nicht. Er holt sich diesen Ball. Die Chance. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Da ist er. 0-6. 7-1 gegen Dortmund. 6-0 Führung in Meppen. Die Truppe läuft. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen. So, ich gehe mal kurz durchwechseln, weil nicht, dass da jetzt. Warte mal, Feierabend ist schon mittlerweile. Was habe ich dann jetzt schon gebracht? Kirsch habe ich schon gebracht. Das war die Verletzung, ja. Der kann auch mal bringen gebracht werden. Steininger kann ja auch auf der rechts, auf der Außenposition spielen. Das ist. Nein, kann er nicht. Er darf nicht spielen. Okay. Eine tolle Technik. Drin ist der Ball unhaltbar. So, aber durchwechseln, liebe Leute. Aber 6-0 kannst du auch mal ein bisschen die zweite Hälfte bringen. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6-0. Ah, schade, dass sich der Grätsche den Ball noch mitgeholt hat. Da zieht er ab. Macht und wieder nicht zu 0. Ja, er macht ihn. Zu viel Platz gelassen, 1-6. Wunderbar, wie er diesen Ball trifft. Da ist eine Menge Wucht, eine Menge Power hinter. Da hat der Keeper keine Chance. 6-1, das ist schon eine richtige Abreibung. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Right. Das gibt Einwurf. Weiter, weiter. Ball erobert erstmal. Gleich kommt hier der Schlusspfiff in dieser Begegnung, in der die Gäste im Augenblick deutlich vorne sind. Da kann nichts mehr passieren, dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Also sagen, Mettmann sagt, ich will nicht mehr machen, Mann. Hat der Mann uns ein bisschen geärgert, aber dann fielen halt die Tore. Da kommt die Flanke. Und vielleicht am Dresen, wenn er sagt, oh, das Ding gehört mir. Schäder. Kirsch. Guter Steilpass hier, aber dann schnappt die Abwehr doch noch zu, weg ist der Ball. Dann ist es vorbei. 6-1, der Endstand. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Mann, das war natürlich eine herausragende Leistung. Sieg eingefahren, überragend gespielt, das war, glaube ich, ein Tag, an den er sich noch lange erinnern wird. Ein super Auftritt. Nächsten 3 Punkte gehen unter Dach und Fach. Der Angriff könnte was werden. Sie machen das Tor und jetzt führen sie hier also mit 2. So, passt auf jeden Fall. Ich gebe kurz das Interview. Muss sagen, bei Besitz war 50-50, ne? So, geht gleich weiter. Also ab jetzt direkt ins Interview. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. So, ja, 4 Tore von Dovor. Ja, ich würde ihn so gerne behalten, das ist das Problem. Aber gut, je nachdem, wie weit wir erfolgreich sind, kann es möglich sein, dass ich den fest verpflichten werde.
Also ich werde ihn fest verpflichten, wenn es möglich ist, klar. Ich werde dafür alles tun. Nee, noch nicht. Also ohne Niederlage sind wir nicht. Wir haben zwei Niederlage. Wir haben wieder gegen Köln verloren und gegen Duisburg verloren. So. Muss ich gerade noch was holen? Jetzt geht's weiter. Für die Leute, die sich wundern, ich sitze auf meinem Bett. Also ich sitze hier im Schlafzimmer und nehme gerade auf. Deswegen, wenn ich mich bewege, dann klar, dass ich das, dass man das mitbekommt. So, kein Problem. Danke, dass Sie bei uns waren. So, vielen Dank, kein Problem. Thomas Klein, ich hatte wohl der Held von Bayreuth zu sein. Gut. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Und dann geht es um Osnabrück. War um 3 Punkte. Bis dahin. Ciao.